Hallo meine Süße und herzlich willkommen zu meinem neunten Food Diary. Wie immer ein paar Sachen, die ich so gegessen habe. Viel, viel Spaß damit. Na 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 na. Na 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 na. Jetzt schon mittlerweile 11:30, also es ist eigentlich mehr Mittag als Frühstück. Deshalb auch herzhaft diesmal wieder so ein Dreikorn-Toast mit unten das Orange. Hier ist wieder diese Teewurst von letztens, diese vegane. Dann Eisbergsalat, Tomate und auf der oberen Hälfte habe ich dann noch vegane Mayo drauf auf dem Toast. Und noch den Rest, was? Doch, den Rest der Tomate. Richtig, ja. Mein Gott, als wäre ich dumm. Jupp. Und das ist, denke ich mal, auch heute das Mittag. Danach esse ich später noch weiter was von der Suppe und das war's. Weil ich heute keinen Mittag gegessen habe, so wirklich mal richtig gesundes Abendbrot. Nicht. Hier Pommes und ein veganes Schnitzel. Das ist vom Penny. Und Kartoffelsalat, was rede ich? Gurkensalat. Habe ich eben schnell zusammengerührt. Und dazu vegane Mayo und Ketchup. Und das war's. Ja, heute gibt es mal wieder so Haferschleim. Der liegt diesmal leider oben, deswegen sieht man, wie schleimig das ist. Mit Haferflocken, Chiasamen, alles warm gemacht und wieder abkühlen lassen, dass es halt so aufgequollen ist. Und hier unten habe ich Apfelstückchen, die ich auch heiß gemacht habe, mit ein bisschen Agavendicksaft. Und dann habe ich noch ein bisschen Zimt überall mit dran gemacht. Und ja, das werde ich jetzt so verspeisen. Und dann muss ich euch zeigen, was ich mir zu trinken gemacht habe. Guckt mal, ich habe mir einen Eiskaffee gemacht. Der sieht voll gut aus, oder? Weil es auch nicht so ganz verschwommen ist. Ja, halt Hälfte Milch, ganz, ganz viele Eiswürfel, Kaffee von gestern und Eiswürfel und ein bisschen Schoko. Also so ein Aroma wieder. Das ist mein heutiges Mittagessen. Ich habe zum ersten Mal so einen richtigen Nudelauflauf gemacht. Sonst habe ich einmal nur Lasagne gemacht. Und ja, einfach nur so mit ganz viel Gemüse und Tomaten und Zeugs und Nudeln und Hefeschmelz. Und der ist hier ein bisschen sehr schwarz geworden. Also eigentlich in echt sieht es noch ein bisschen brauner aus. Aber ja, die Ecke hier war besser. Hab's ein kleines bisschen zu lange drin gelassen. Aber sonst, glaube ich, ist es sehr lecker geworden. Yum, yum. Mein heutiges Mittagessen ist ein großer Salat. Eisbergsalat, Feldsalat, Mais, Tomate, Gurke, angebratene Zucchini und angebratene Auberginen und so ein, ja, Bratling. Sieht man hier, habe ich klein geschnitten und selbstgemachte Soße, so eine Kräutersoße. Und dazu noch zwei Maiskolben. Wahrscheinlich werde ich nicht alles schaffen, aber kann ja dann später noch den Rest essen. Auf jeden Fall sieht es, finde ich, wieder sehr schick aus. Und ich mag es, wenn es schick aussieht beim Essen. Heute gibt es zum Mittag Nudeln mit Bolognese. Es war schon so eine fertige Bolognese von Penny, die. Und das sind Dinkelnudeln übrigens. Und ja, habe ich einfach nur noch ein bisschen passierte Tomaten dazu gemacht und ein bisschen Mais, um das ein bisschen zu verdünnen. Und ja, ganz schlicht und einfach, weil ich heute keine Lust hatte, was Großes zu machen. Gibt es zum Abendbrot wieder einen Salat. Und ich habe wieder hier unten Eisbergsalat, Feldsalat, Gurke. Dann so einen diesen mexikanischen einen Bratling da. Und hier habe ich Aubergine und Zucchini angebraten, mit ein bisschen Rosmarin gewürzt. Und ja, ich mag das gerade mega gerne, so warme, gebratene Sachen zum Salat dazu zu essen. Und Zucchini und Aubergine mag ich an sich gerne, nur nicht roh. Ich weiß nicht, das esse ich nicht gerne so. Und ja, deswegen. Und dann habe ich hier selbstgemachtes Dressing aus veganem Sojajoghurt, natürlich ungesüßt, mit so einer Kräutermischung und Knoblauch. Und ja, sieht mega lecker aus, finde ich, oder? Richtiges Mittagessen sind einfach nur so eine Bratkartoffelchen mit ein bisschen Rosmarin, Zwiebeln und sonstigen Gewürzen, Salz, Pfeffer, Knoblauchgewürz, und Bratkartoffelgewürz und was man da nicht so alles reinschmeißen kann. Und dazu ein bisschen Ketchup, weil ich das voll gerne so vermansche. Und ja, das esse ich jetzt. Ja, heute gibt es Kaiserschmarrn zum Frühstück. Habe ich mir eben mal schnell gemacht, weil mir irgendwie auf was Süßes war, aber auf keinen Pfannkuchen. Und das Rezept kann ich euch gerne unten in die Infobox verlinken. Ich habe nur noch ein bisschen Rosinen dazu gemacht, weil ich das besser finde und einen riesen Haufen Puderzucker drauf. Und dazu gibt es einen Räubuschtee
Und ich gucke Pretty Little Liars. Das habe ich jetzt angefangen zu gucken in der Autofahrt zum Webvideo, in der Busfahrt der 7 Stunden oder 9 zum Webvideopreis nach Köln, beziehungsweise Düsseldorf. Und ja, das finde ich jetzt mittlerweile ganz spannend. Die ersten Folgen fand ich ein bisschen komisch, aber jetzt so, ich bin jetzt schon bei der Staffel, also bei der ersten Staffel, bei der 4. CD und mittlerweile ist man dann doch schon ein bisschen, hä, und wieso und wer und Und ja, wenn ihr das aufschreibt, dann sagt mir mal, wie die schaut, sagt mir mal, wie die Serie gut findet oder nicht. So, jetzt ein, ich würde das Abendessen nennen, aber ich glaube, ich mache mir noch eine Kleinigkeit, weil ich jetzt bis jetzt nur Frühstück gegessen habe heute. Und ja, das ist ein Vollkornbrot und da drauf ist hier einmal so ein Kräuteraufstrich und einmal Pesto, veganes und dann schön Tomate mit Kalanamak-Salz, Basilikum und Knoblauch. Und ja, ich hoffe, dass die Brote nicht auseinanderfallen, wenn ich sie esse. Heute gibt es zum Mittag solche Mie-Nudeln. Da muss man darauf achten, ob die Ei enthalten oder nicht. Diese enthalten kein Ei. Und dann haben wir die mit Möhrchen, Brokkoli, wie heißt denn das? Das hier, das grüne. Bohnen? Nein. Zuckererbsen, genau. Zuckererbsen und ja, das war es, glaube ich, angebraten. Und dann habe ich mir noch ein paar Kernchen drüber gemacht. Und dann haben wir das einfach so ein bisschen gewürzt nach Laune so. Und ja, das sieht voll lecker aus und es schmeckt auch gut, weil ich habe es nämlich beim Kochen sogar gekostet. Heute gönne ich mir mal ein bisschen größeres Frühstück. Mal sehen, ob ich das überhaupt alles schaffe. Ich habe hier einmal ein normales Brot. Das ist so ein dunkles Vollkornbrot mit so einer Kräutercreme und einmal mit selbstgemachter Tomatenkräuterbutter. Ist natürlich vegan. Also eigentlich Margarine. Und dann habe ich hier Tomate drauf, Gurke, Salz, Pfeffer und so weiter. Da haben wir dann einen Tee, das wird ein Rooibos-Tee. Da habe ich selbst gemacht, in so eine True Fruits umgefüllt, Melone und Mango, ein bisschen Wasser von der Melone, die da abgetropft war und Nektarine. Genau, das habe ich zusammen verquirlt und habe dann einen Smoothie draus gemacht. Und das hier ist Porridge, den habe ich zum ersten Mal so also eigentlich Haferschleim, aber alle sagen Porridge, dass es cooler klingt. Und den habe ich halt diesmal aufgekocht, dass er warm ist und habe oben drauf noch so eine krossen, crunchy, schoki Dinger drauf gemacht. Und ja, das wird jetzt quasi so wie ein Pudding am Nachtisch. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Erstmal den Rest. Habe ich zum Mittag Chili con Carne ohne Kong, also mit nicht Fleisch, sondern mit Tofu und Bohnen und Mais. Und dann habe ich da drauf so Curly Fries und ein bisschen Mayo. Das mit den Pommes und Chili con Carne zusammen habe ich mal von einer Freundin, das haben wir mal beim Geburtstag gegessen gehabt. Und das ist, glaube ich, so ein Ami-Ding, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das echt geil. Deswegen dachte ich mir, das muss ich mal wieder probieren. Hier gibt es zum Frühstück herzhaftes Sandwichbrot. Also einmal habe ich hier so ein dunkles Vollkornbrot. Dann habe ich unten selbstgemachte Tomatenkräuterbutter, Tomate, das ist Tofu mit, ich glaube, Basilikum, Tomate und so drin, dann Gurke und oben ein kleines bisschen Mayo. Sieht zwar mega viel aus, aber es liegt nur daran, dass mir alles am Rand vorbeigelaufen ist. Und ja, ich hoffe, dass ich das irgendwie essen kann, ohne dass es mich angreift und mich anfällt. Ja, das ist mein heutiges Mittagessen. Sieht heute ein bisschen durcheinander gewürfelt aus. Wir haben hier Kartoffelbrei. Dann haben wir hier noch das Chili con Carne von gestern ein bisschen und so eine Gemüsesoße irgendwie. Also einfach nur ganz viel angebratenes Gemüse mit Mehl, Wasser angedickt. Und dann habe ich hier nochmal, was ich schon mal hatte, so Zucchini. Ich weiß aber nicht, ob ich das gezeigt habe. Auf jeden Fall so eine, wie heißt das? Frittierte Zucchini. Und dazu so ein von, ich glaube, das ist Penny, so ein Grünkernburger oder so, aber der sieht irgendwie nicht wirklich aus wie ein Burger, auch von der Form nicht. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich habe eine Freundin zu besuchen, deswegen haben wir mega viel Frühstück und haben hier ganz viele Brötchen und ein bisschen Gurke, Tomate, Gewürze, selbstgemachtes veganes Rührei. Mal gucken, wie das schmeckt. Und sonst halt noch so Aufstrich und ein bisschen Orangensaft und Kaffee und Sojamilch. Und ja, dann hauen wir jetzt voll rein. Das war's dann auch schon mit diesem Food Diary und es ist ein kleines bisschen länger geworden als sonst, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Ich habe ja schon eine Weile kein Food Diary mehr hochgeladen und ja, ich glaube, es waren ein paar leckere Sachen dabei. I've never felt like this before.